Tag 12 und es ist wieder hell und es ist 2 Uhr. Zumindest haben wir wieder eine helle Nacht und ich kann was sehen. Herzlich willkommen zurück zu Mist Survival und ja, ich musste gerade wieder die Türen alle zumachen. Jetzt kann ich sie auch wieder aufmachen. Denn dieser Bug, der scheint wirklich drin zu sein. Auch das Ding ist natürlich offen. Wie ein Scheunentor. Naja. Hauptsache, das passiert nicht nachts, wenn die Zombies kommen und ich werde dann im Schlaf überwältigt oder so. Das wäre nicht so schön. So, ich gucke erstmal, wie es mir überhaupt so halbwegs geht. Hunger, Durst geht so. Es ist, boah, der halbe Tag liegt noch vor mir. Ein bisschen was zu essen habe ich. Ah, ein bisschen Öl, wenn ich irgendwas nachfüllen muss. Und etwas wollte ich auch nochmal nachgucken. Nämlich im Crafting-Menü. Ich suchte ja immer noch, hier haben wir das Drying Rack. Hier bei dem Werkzeug gibt es aber noch ein Tanning Rack. Und genau das hatte ich gesucht. Dazu brauche ich Wood, aber ich brauche da richtig Planken. 6 Seile. Jetzt muss ich mal gucken, was ich überhaupt alles habe. Ein paar Streichhölzer haben wir noch immerhin. 6 Seile, das ist ja schon wieder Essen, wo ich bin. Zweite Schublade, so. Da habe ich auch keine Seile mehr. Holz muss ich dann wohl selber herstellen. Batterien, das wird auch noch ein Problem werden. Ja. Einfach wird es nicht, eindeutig. So, ich mache trotzdem hier mal zu. Hier geht's runter. Okay, dann brauche ich Nägel und zwar 8 Stück. Seile haben wir genug. Das ist schon mal ein Vorteil. Oh, ein Brett haben wir. Da braucht ihr auch 6, glaube ich. Ich will nochmal nachgucken. 8 sogar. 8 Bretter, 8 Nägel. Naja, gut. Dann brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Wie ist das mit Getränken? Ich muss mal gerade gucken. Ja, das kann ich mal auffüllen. So, Wasser habe ich hier ja wirklich noch genug. Wieso hat er jetzt die Flasche fallen lassen? Ah, so, jetzt aber. Blub, blub. Und dann versuche ich mal so ein Tanning Rack zu bauen. 34,9%. Das Fleisch ist gut durchgetrocknet. Aber hier die Eingeweide, die brauchen richtig lange. Gut. Hier habe ich eigentlich nur Hard Sticks. Leaves, sammle ich sowas? Nö, nicht mehr. Federn haben wir auch genug. Branches, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Kann ich das Holz hier? Das Blatt kann ich mitnehmen. Na komm, sammeln wir es auf. Das ist wieder ein Hard Stick. Wie sieht denn das überhaupt mit meinen Spießern aus? Ich hab jetzt nur noch einen, ja doch, 2 Spieße. Der eine geht bald kaputt. Der Stein schwebt. Oh. Blueberry. So, die verfallen bald. Was liegt hier noch? Die Feder. Nochmal Steine.
Ich hatte ja vor, diese Sachen einfach mal unten in meine Scheune zu schmeißen. Und wenn ich dann diese Grundmaterialien brauche, hoffe ich ja, dass ich dann direkten Zugriff drauf habe, dass die Dinger nicht verschwinden. Leider. Nee, schade, kein Seil. Leider ist das mit dem Verschwinden so eine Sache. Immerhin hier die Branches, die hier liegen, die scheinen auch liegen zu bleiben. Schmeiße ich mal gleich noch eins hin. Hier liegt sowieso schon ein Stein. Da kann ich die Steine einfach zuschmeißen. Und brauche hier meine Container nicht zusätzlich noch voll zu machen. So, wie war denn das mit den Brettern? Da brauche ich Loks. 4 Wood, 2 Loks. Naja, das geht ja. Ah, aber halt. Was brauche ich für Nägel? Metal Scraps und ein. Ach nee. Ist auch relativ günstig, kriegen wir hin. Ich mach die Tür mal lieber wieder zu. Ist sowieso gleich wieder offen. Und als nächstes steht auch noch auf der To-Do-Liste, ich brauche einen Motor. Ich glaube, einen Reifen brauchen wir auch noch. Um meinen Wagen, den ich schon angefangen habe zu reparieren. Das heißt, da bin ich mittlerweile relativ weit. Tierfäkalien. Ja. Als Dünger wahrscheinlich später gerne genommen, aber im Augenblick ist das noch nicht so ganz mein Ding. Hier liegen noch Steine mitten auf der Straße. Na komm, gib her. So. Ja, schön. Ich habe hier übrigens mittlerweile, die habe ich ja auch in der letzten Folge gefunden, eine Double Barrel Shotgun. Das sind immerhin schon mal zwei Shots direkt hintereinander, bevor ich nachladen muss. Das ist so ein bisschen beruhigender. Ich überlege gerade, wo ich mal die Axt ansetze. Hier zum Beispiel. An dem Baum kann man noch nichts mehr falsch machen. Oh, und da fliegen auch schon die Blätter und es rauschen. Treebark nehmen wir natürlich gerne. Was liegt hier noch alles? Blätter. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht voll fülle, bevor es überhaupt losgeht. Irgendwas liegt hier noch. Treebark. Okay, zwei Loks haben wir. Den können wir nicht mehr mitnehmen. Der rollt. Irgendwo hin. Sehe ich den noch, dass ich nachher wieder aufheben kann? Wo ist der denn? Da liegt er. Okay, er liegt an der Straße. Da finde ich ihn schnell. Was soll's. Haben wir hier noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Hier liegen auch so viele Hardsticks. Vielleicht mache ich da auch noch mal einen Stapel, dass ich die einfach mal irgendwo hinschmeiße. Denn so wie ich das sehe, das sind alles Dinge, die jedes Mal, wenn ich mich wieder einlogge, glaube ich, neu spawnen. Wir machen mehr die Dinge Sorgen, die plötzlich despawnen. Habe ich schon in meine Munitionskiste geguckt? Ich traue mich nicht. Okay.
Naja, Hardstacks, die scheinen hier wirklich auch dauernd rumzuliegen. Die sind halt praktisch, wenn ich nochmal größere Mengen an Speeren machen will, aber größere Mengen sind ja auch ein. Was ist denn das da? Ein fehlerhafter Schatten. Flackert. Das Ding könnte ich auch noch abhauen. Hier sehe ich gerade. Gut, dann gehen wir mal an die Arbeit. Moment. Jetzt liegen hier schon wieder Steine und Steine und Steine. Was? Ja gut. Eat. Und das Ding heben wir gleich wieder auf. 99,7. Hätte sich sowieso nicht gestapelt. 7. 8. Das wäre schon wieder ein voller Stack Steine. Kann ich die nicht hier auch in eine Ecke schmeißen? Ach nein! Ich bin kurz weg gewesen und alle Türen sind wieder offen. Oh Mann. Also der Bug ist wirklich nervig. Und die hinteren, die muss ich immer zweimal anklicken, bevor sie wirklich schließen. Also optisch. Akustisch schließen sie dann ja schon, aber nur akustisch. So. Da kommt der Steinstapel hin. Blätter habe ich aber, glaube ich, auch reichlich. Die brauche ich dann später auch, wenn ich dann selber Seile und sowas machen will. So, Tree Bark können wir hier drauf packen. Habe ich nirgendwo Blätter gesammelt? Ja, nochmal 8 Steine. Ich dachte, ich hätte irgendwo, vielleicht hier drin. 30. Okay, hier habe ich aber noch reichlich Blätter. Hier sind auch noch Seile. Okay, gut ausgestattet. Also will ich mich mal nicht beklagen. Gut, dann geht's weiter mit Brettern. Muss ich dazu an eine Werkbank? Ich glaube, das kann ich auch so machen. What? 45. Ach so, ich muss erstmal die Säge in der Hand nehmen. Säge, Säge, Säge. Wo bist du, Säge? Geht schon wieder los. Oh, meine Organisation. Schlimm, schlimm. Ich nehme erstmal das Brett schon mal raus. Kann ich da irgendwas anderes reinpacken? Sehe ich im Augenblick nicht. Aber da kommen wir noch zu. So, vielleicht habe ich hier einen ganzen Stapel. Genau. Dann werfe ich lieber hier. Also das ist ein ganzer Stapel. Okay. Dann mache ich lieber mal hier die Tür zu, bevor ich hier anfange zu craften. Ach, ich brauche die Säge. Ich habe schon wieder vergessen. War ich wahrscheinlich oben. Ja, kletter doch. Hier stehen die Türen auch schon wieder spargelweit auf. So, Munition. Hier ist meine alte Single Shotgun. Zumindest die beiden Munitionsdinger sind noch da. 13 Revolver-Armor und ein Revolver. Das heißt also, falls es hart auf hart kommt, kann ich mich damit auch verteidigen. Aber den habe ich erstmal in der Ecke gepackt. 33,9%. Die Säge scheint nicht mehr in bestem Zustand zu sein. Okay.
sollte ich bei Zeiten mal nach einer weiteren Säge Ausschau halten. Hier mache ich auch zur Sicherheit die Luken dicht. Denn das Craften, das dauert wirklich lange und in der Zwischenzeit könnte es zum Beispiel Nebel-Event geben oder so. Jetzt versuchen wir es mal. Amount 4. Nee. Anderthalb Stunden dauert das. Craft yourself. Immerhin geht so die Zeit schneller vorüber. So, 8 Wood haben wir. Dann brauche ich die Nägel. Und dazu brauche ich Schrotteisen. Und Components. Components haben wir. Wo habe ich denn Schrotteisen? Da habe ich doch mit Sicherheit auch noch reichlich rumliegen. Vielleicht sogar in der Ecke geschmissen. Wenn ich mich noch daran erinnern könnte. Kann man in diese Kisten einfach nur sowas reinschmeißen? Wäre ja auch schon hilfreich. Hier habe ich auf jeden Fall Schrotteisen. So. Nägel. Minuten. Und da bekomme ich gleich 16. Ich kann das theoretisch auch, hier stand ja, lass es doch die künstliche Intelligenz der Werkbank machen, aber da habe ich noch meine Zweifel, dass das funktioniert. Bisher funktionierte das nämlich immer nicht. So, Drying Rack. Quatsch, Drying Rack haben wir ja. Jetzt kommt das Tanning Rack. Falsche Taste, richtige Taste. Tanning Rack. Ach, die Seile. Jock, jock. Brauche ich da auch noch den Segel, die Säge für? Möglich. 32. Da habe ich zumindest mal einen vollen Stack. Pack mal hier gerade das Holz raus, das brauche ich sowieso nicht. Und da sind die Seile. Okay, jetzt aber. Tanning Rack. Das ist genauso groß. Um nicht zu sagen, das ist sogar noch größer. Wie stelle ich denn das hin? Ich habe eine Idee. Das stelle ich einfach vor die eine Tür und wenn die Türen immer aufgehen, dann werden die Türen zumindest vom Tanning Rack blockiert. Dumm. Ich kann nur in eine Richtung drehen. Das sieht gut aus. Und ich brauche was? Ach so. Ich dachte, ich bräuchte jetzt noch den Hammer. So, ein Tanning Rack. Und jetzt kann ich nämlich auch endlich mal hier Animal Hide. Und es wird immer dunkler. Wie spät ist denn das überhaupt? Und ich habe fürchterlich Hunger und Durst. Ich trinke erstmal eine Cola weg hier. Drink. Das ist immerhin schon mal wieder ein Slot frei. Und Essen, das kümmern wir uns gleich drum. Das esse ich auch schon mal, weil die verfallen auch relativ schnell. Und jetzt bin ich mal gespannt. Interact. Tschum. Und wie lange dauert das jetzt? 0,03. Okay. Egal, es läuft. So, Drying Rack läuft. Wo sind wir hier mittlerweile? 38, wow. Was zu essen hängt hier? Wie gut sind die? Dried 100%, 100%. Ich habe hier auch welche auf der Tasche.
Das heißt, das getrocknete Fleisch, das verfällt wirklich sehr langsam. Das ist schon mal ganz gut. So, da muss ich zusehen, dass ich erstmal was zu essen kriege. Durst geht jetzt so, aber Hunger. Dritte Schublade war Futter. Das Fleisch muss erstmal weg. Eat. Ich hoffe, die Wahrscheinlichkeit, also das hat jetzt schon eine halbwegs miese Haltbarkeit gehabt. So, die Säge packe ich auch erstmal wieder weg. Gut, muss ich demnächst dran denken. Säge. Neu besorgen. Wie spät ist denn das? Es ist mal gerade 18 Uhr und es wird sofort schon wieder richtig dunkel. Kann ich nicht auch irgendwie eine Standfackel machen? Da war doch sowas. Ja, klar, hier. Zwei Sticks, sechs Metal Scraps, 15 Minuten. Das ist doch mal eine Option. Okay, dazu muss ich nur Sticks machen. Jetzt kann ich die Branches gebrauchen. Sticks. Zwei Sticks. Dauert 4 Minuten. Restlichen Branches können wir hier wieder abwerfen. Und Eisen haben wir. Und ich glaube, Messer habe ich auch noch auf der Tasche. Place Item. Yay. Wo stelle ich denn das am besten hin? Vielleicht hier neben die Kiste. So. Ja, baut auch. Und das dauert auch noch mal 15 Minuten. Okay. So, ich hoffe, dass ich die jetzt Add Fuel, Low Grade Fuel. Ich habe hier noch Biofuel. Das ist Low Grade Fuel. Okay. Passt. Dann. Habe ich überhaupt zu viel gehabt? Das ist auf jeden Fall schon mal weg. Wie viel kann ich noch? 0,014. Oh, jetzt wird es richtig dunkel. Kann ich vielleicht erstmal meine normale Fackel benutzen? 6. So. Ich mache mal Ignite. Vielleicht klappt das ja jetzt schon. No Fire Starter found. Hä? Wieso das denn? Gears. Equipment. Halt, nee, Gears. Hier, Basic Light Source. Leiter. Das habe ich doch auch gerade noch voll gefüllt. Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Meine Fackel. Ja, nimm sie in die Hand. Ja, nicht die Taschenlampe. Ja, sorry. Also ich komme mit der Bedienung einfach nicht klar. Matchbox required. Nein, ich will meinen Leiter benutzen. Wieso kann ich den denn nicht benutzen? Ich will ihn auch nicht vollfüllen, der ist voll. Hier liegt noch ein Low-Grade-Fuel. Das Einzige, was funktioniert, ist die Taschenlampe. Alles andere funktioniert schlicht und einfach nicht. So. Das Ding ist jedenfalls jetzt halb voll und jetzt müsste ich es theoretisch vollfüllen, aber wie ich meine Taschenlampe benutze, ich muss jetzt nochmal in die Optionen gucken. Mein Key Mapping.
Gibt es denn da eine spezielle Taste wieder nur für den Leiter? Second Interact. Ja, das sind dann sowieso Special Action, wo man nie weiß, welche Tasten wofür sind, und Flashlight. Ja, das weiß ich. Wie kriege ich meine Lampe aktiviert? Nein, auch nicht die Werkbank. Die will ich nicht anzünden. Dunk. Matchbox required. Nein. Ich will auch die Gasmaske nicht aufsetzen. Jetzt hat er wieder alles Mögliche gemacht. Das ist. Naja. Also, falls jemand weiß, wie das geht oder wieso das nicht geht, die, hier haben wir die Karte. Nee, die wollte ich auch nicht haben. Also, ja. Aber es wird schon wieder heller. Es ist ja blöd, wenn man andauernd irgendwelche Lampen hier montiert und man kann sie nicht anzünden. No fire starter found. Muss ich die irgendwie zuordnen? Ich guck mal in mein Menü. Gibt es da irgendeine Option dazu? Nails, no crafting materials. Gears, basic light source. Proceed. Hier kann ich es nur füllen. Es ist ja voll. Equipment. Ja. Key Items. Ich will doch nur Licht haben. Matchbox required. Er sagt nur noch Matchbox required und kann ich vielleicht die Key Items. Gears. Nein. Cancel. Leiter. To check item action. Tja. Keine Ahnung, warum ich wieder absolut kein Licht machen kann. Ich müsste doch irgendwie. Naja. Es geht einfach nicht. Das hat keinen Zweck so. Das ist absolut doof. Sorry, dass ich hier schon wieder so ein bisschen am Grummeln bin. Aber das sind schon Sachen, die finde ich bei dem Spiel sehr frustrierend, wenn nichts funktioniert. Oder es ist wirklich so komplex, dass es einfach nicht funktioniert. Ich werde jetzt einfach erstmal die Nacht überschlafen. Ich gucke nochmal meine Gesundheit. Ich muss dringend nochmal was trinken. Dann mache ich hier Drink until enough. Und immerhin, ich habe ja das Tanning Rack jetzt gebaut. Das ist schon mal die eine Sache, warum ich jetzt wieder kein Licht machen kann, ohne dass ich Streichhölzer dafür verwenden muss und Streichhölzer einfach so mir nichts, dir nichts einfach verschwinden im Regen oder so. Naja, da muss ich sagen, dann ist es halt so. Ich hau mich jetzt erstmal auf den Schlafsack. 19 Uhr. Ich schlafe gleich 7 Stunden, wenn ich 7 Stunden durchschlafen kann. Ich bin mal gespannt. Tag 12 und es ist wieder hell und es ist 2 Uhr. Zumindest haben wir wieder eine helle Nacht und ich kann was sehen. Höre ich Zombies? Irgendwie so ein bisschen was höre ich. Ich schleiche mal sicherheitshalber. Warum kann ich die Fackel nicht anmachen?
Wozu hat man ein Feuerzeug, wenn er unbedingt Streichhölzer haben will? Ah, da! Ein Zombie, der schleicht da rum. Oh Gott. Ich muss erst mal kontrollieren, ob unten die Tür zu sind. Sie sind zu. Klack, 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 klack. Gott sei Dank, sie sind zugeblieben. Aber ich bin ja auch in der House. Okay. No Firestarter found. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem letzten Update auch geändert wurde, denn ich habe ja die Fackel schon mit meinem Feuerzeug angezündet. Nur scheinbar scheint es jetzt nicht mehr zu funktionieren. Und er will unbedingt Streichhölzer haben. Ich könnte ja Streichhölzer sogar noch selber herstellen. Vielleicht mache ich das einfach mal. Matches, Branches und Kohl. Okay. Kohl haben wir. Branches haben wir ja noch separat liegen. Interact. Matches. Um 10 Streichhölzer zu machen, brauche ich 2 Stunden 30 Minuten. Interessantes Geräusch. Könnten Zombies gewesen sein, die an die Tür klopfen. So, jetzt habe ich 10 Streichhölzer. Und es ist mittlerweile 5 Uhr. Also kann man die Nacht auch rumbringen. Man macht Streichhölzer. 10 Stück. Oh Mann. So, jetzt kann ich die anzünden und habe ein Streichholz verbraucht. Aber das Licht ist schön. Das muss ich schon sagen. Immerhin. Open. Das geht raus. Irgendwo habe ich noch andere Streichhölzer. In der Kiste? Nein. Oh, hier habe ich aber auch noch Coal. Charcoal. Hier habe ich fertiges Leder, falls ich mal sowas craften will, muss. Und hier hatte ich noch Seile. Oh, die stecken sogar höher. Das finde ich gut. Immerhin schon mal etwas. Die Nägel, die muss ich auch noch irgendwo verstauen. Ein Platz für Nägel. Und Metal Scraps. Okay, die müssen wir dann nochmal wieder sammeln. Ich habe hier immer noch Biofuel auf der Tasche. Kann ich nicht. Jetzt habe ich keine Biofuel mehr auf der Tasche. Okay. So, wie lange brennt das denn das jetzt? 5 Stunden. Nicht übel. Nur was mich wirklich jetzt verwirrt hat, wieso kann ich ein Feuerzeug, was ich eigentlich habe, nicht benutzen? Naja, okay, wie sieht es mit meinem Hungerdurst aus? Ja, ich könnte beides. So, dann ist erstmal hier der Hühnchenschlägel dran. So. Tomatensamen. Okay, das wäre dann auch noch eine Aktion, die ich machen muss. Dann habe ich hier noch ein paar Streichhölzer. Ich habe noch genug Salz, das heißt, ich kann wieder Trockenfleisch machen. Leider steckt das Trockenfleisch nicht. Das ist auch wieder sehr, sehr schade, aber nicht zu ändern. So, habe ich hier noch Scrap Metal? Habe ich. Hier liegen auch noch wieder Steine rum. Und auch nochmal Blätter. Federn, das wusste ich ja, dass ich da viel von habe. Batterien.
Das wird noch ein Problem werden. Eindeutig. Aber immerhin geht schon mal ganz gut. So, was ich jetzt noch brauche, Werkzeuge. Ich habe Äxte, aber ich habe, glaube ich, keine Spitzhacke. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich eine Spitzhacke herstellen kann. Kletter mal. Danke. Denn ich wollte dann doch mal versuchen, ob man Autos nicht noch demolieren kann und dass da eventuell ein Motor rausfällt. Okay, Werkzeuge. Also eine Säge könnte ich selber machen. Aber die finde ich meistens auch. Aber eine Spitzhacke habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden. Und die finde ich hier auch nicht. Crowbar? Nee, damit will ich nicht wirklich Autos auseinandernehmen. Theoretisch hier ein Schraubenzieher. Ob ich mit dem Schraubenzieher weiterkomme? Aber ich glaube nicht, dass ich da ganze Autos mit auseinandernehmen kann. Aber wer weiß. Ach ja, hier, den Bogen. Den würde ich ja schon gerne machen. Sticks, kein Thema. Dried Animal Guts ist in Arbeit, aber ist schon sehr, sehr lange in Arbeit. Und dann hier Fire Arrow. Hunting Arrow. Oh, da brauche ich aber Arrowheads für. Ja, es ist noch viel zu tun. Basic Quiver. Leather Quiver. 6 Leder brauche ich. Ich bin mal gespannt, wie lange das Leder trocknet. So, wie sieht es jetzt aus? Durst habe ich. Dann trinke ich hier mal gerade. Drink until enough. Das war's. Ist es draußen langsam hell? Ah, noch nicht wirklich. 5:47 Uhr. Aber ich kann zumindest schon mal hier im Water Purifier meine Flasche wieder auffüllen. So. Hunger, Durst. Na. Wahrscheinlich muss ich dann auch schon wieder jagen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, Werkzeuge herzustellen? Lockpicks. Brauchte ich irgendwo schon mal ein Lockpick? Ich muss mir merken, dass ich selber herstellen kann. Auf alle Fälle. Jetzt komme ich da wieder nicht raus. Aber da, die Lampe, wenn sie läuft, läuft sie wirklich gut. Ich mache jetzt trotzdem mal hier das Licht aus. Ich hoffe ja, dass das natürliche Licht jetzt so langsam mal die Oberhand gewinnt. Erstmal gucken, ob irgendwo noch ein paar Zombies rumlaufen. Oh, das war ich jetzt aber, dass ich das aufgelassen habe. Hier tobt jedenfalls kein Zombie rum. Da liegen schon wieder neue Branches. Da liegen neue Zweige, die ich aufsammeln kann. Die scheine ich auch wirklich viel gut zu brauchen. Hier habe ich auch noch Holzreserven. Aber meine Essensreserven, naja, ich habe Trockenfleisch draußen, kiloweise hängen. Also das ist nicht das Thema. Und ich hoffe, dass ich irgendwann hier auch mal mit was kochen kann. Aber dem Licht traue ich noch nicht so. Ich würde hier gerne vorspringen. Ist aber eigentlich ziemlich hell. Auf der anderen Seite, man hat bei dem Licht auch schon Zombies husten hören. Ja, geht jetzt aber ruckzuck. Sonne, komm!
Ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Gebranntes Kind. Ah, hier kann ich hochklettern. Ich gucke nur, ob ich irgendwo eventuell. Oh, Steine ohne Ende. Selbst hier auf dem Dach. Und eine Feder auch noch. Federn habe ich aber auch noch so viel. Wenn ich irgendwann mal einen Bogen habe und Pfeile machen muss, dann werden Federn wahrscheinlich ziemlich wichtig werden, aber im Augenblick. Ich sehe nirgendwo Zombies. Sollte ich mich denn schon runtertrauen? Hehe. Uff. Schade, ich hätte auch gerne noch einen toten Zombie gefunden, den ich gelootet hätte. So, eine Sache will ich vorher nochmal machen. Ich will nochmal so gucken, ob ich hier nicht noch irgendwas craften kann. Salt Sack. Also einen Sandsack kann ich so noch machen. Oder wo ich. Nee, nee, der ist wohl eher als Dünger gedacht. Also da kann ich also Erde oder sowas sammeln. Gab es keine Spitzhacke? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Spitzhacke gibt. Ich gucke noch mal hier rein. Babble Fire. Wood Scrap. Da brauche ich aber Wood Scrap viel. Da habe ich wenig von gefunden. Cooking Pot, Grill Stand. Generator. Auch nicht schlecht. Moonshine Still, die werden wir früher oder später auch noch brauchen, wenn ich in die Großproduktion von Molotow-Cocktails einsteige. Saw Machine. Repair Bench. Tools, Weapons, Repair Station. Ein Furnace. Obwohl, der ist ja günstig. Den könnte ich auf jeden Fall auch noch bauen. Ein Stein und zwei Components. Das ist sehr günstig. Reloading Bench, ja, die sind natürlich teuer. Aber da könnte ich dann vielleicht mal in die Metallverarbeitung einsteigen. Basic Shelter. Ja, da hat man früher. In sowas war man früher immer gespawnt. Da kann ich eigene Kabinen bauen und natürlich auch alles Mögliche, was dazugehört. Vielleicht sollte ich auch mal mit diesen Zäunen nochmal arbeiten. Spikes habe ich auch noch nicht gebaut. Oh, die sind aber teuer. Hohoho. Ah, ein Hühnerstall. Tree Base. Also man kann schon tolle Sachen bauen. Ich habe das Gefühl, da kommen immer wieder neue Sachen zu. Ja, eine Schaufel haben wir, glaube ich. Tja, also auf jeden Fall ist es hell genug. Definiere ich jetzt mal. Also jetzt dürfte hier wirklich kein Zombie mehr rumlaufen. So, die Fackel kann ich auch erstmal wegstecken. Jetzt ist er weggesteckt. Okay. Und ja, zur Sicherheit nehmen wir mal hier wieder den Speer in der Hand. Oh, ich habe noch Stein auf der Tasche. Moment. So, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Den dicken Branch packe ich mal hier hin. Dahin. So. Die
anderen Branches wollte ich ja hier drauf liegen, hier liegen lassen. So. Und Eisen. Ja, das sieht gut aus. Passt. So, Hunger, Durst, ausgeschlafen bin ich auch. Hier mittlerweile 50%. Wir haben es beinahe geschafft. Ist doch auch nur noch mal so lange. Jetzt bin ich mal hier gespannt. Ja, Animal Hide dauert aber auch ziemlich lange. Jetzt ist die Frage, wie viel Leder bekomme ich dann daraus, wenn das mal getrocknet ist? Ich unke mal nur ein. Und wenn ich alleine nur für einen Köcher schon 6 brauche. Ah, Frühstück. Blaubeeren. Oh. Und die stecken. Ich sammle momentan nur alten Kram. Ich glaube, Steine habe ich so viel. Keine Zombies oder keine Zombie-Leichen, die hier irgendwo rumliegen. Schade. Naja. Ich werde hier erstmal gerade Schluss machen. Ich glaube, das ist hier sowieso schon wieder viel zu lang geworden. Und bin mal gespannt, was der Tag so bringt. Ja, oh. Branches ohne Ende. Das bringt der Tag. Auf alle Fälle. Und Steine ohne Ende. Jetzt, wo ich die ganzen Steine sammle, werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Ach, wer weiß. Ich verabschiede mich auf jeden Fall hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Mitleiden. Falls ihr irgendeine Idee habt, wie ich zwischen Streichhölzern und meinem Feuerzeug wechseln kann, bitte gebt mir einen Tipp. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung, wie das laufen soll. Und ich muss wirklich aufpassen, weil Batterien habe ich nicht viel. Und deswegen würde ich schon ganz gerne hier mit den Fackeln arbeiten. Beziehungsweise auch mit meiner eigenen Fackel. Aber wenn ich sie nicht anzünden kann und immer erst ein Streichholz produzieren muss. Oder ich habe Streichholz auf der Tasche, es regnet, die Streichhölzer sind weg. Das ist nicht so toll. Sagen wir es mal so. Steine weg. Nee, Quatsch. Branches weg. Hardsticks weg. Okay. Und dann lege ich mal los, aber das mache ich halt nächste Woche. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.